Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Reaktion auf eure Geheimnisse. Ihr habt mir nämlich auf Instagram eure Geheimnisse geschrieben und ich werde jetzt die Geheimnisse vorlesen und darauf reagieren und auch meine Meinung sagen. Genau, ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß bei dem Video und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ja, das allererste Geheimnis, was mir geschrieben wurde, ist: Ich hasse meinen Job, muss aber bleiben wegen des Geldes. Das finde ich, ja gut, ist jetzt kein wirkliches Geheimnis, damit kann man ja auch offen umgehen, finde ich. Aber ich kann schon mal dazu sagen, das finde ich wirklich ganz, ganz schrecklich. Also ich habe mir immer gesagt, wenn ich arbeite, dann möchte ich, dass ich wirklich glücklich bin und dass mir der Job auch Spaß macht und dass man auch morgens aufsteht und sich freut sozusagen und nicht, dass man einfach total genervt ist und einfach ja, den ganzen Tag hofft, dass der Tag schnell vorbeigeht. Finde ich eine ganz kritische Situation. Allerdings ist es halt eben auch so wie die Dame oder der Herr jetzt auch schreibt, dass man es einfach wegen des Geldes machen muss. Einen neuen Job zu finden oder einen Job zu finden, der Spaß macht, ist einfach auch ganz schön schwierig. Das nächste Geheimnis, was mir geschrieben wurde: Ich hasse die Familie meines Verlobten. Ja, das war tatsächlich auch ein Riesenthema bei mir, als ich Felix' Familie kennengelernt habe. Also ich dachte echt, mögen sie mich, mag ich die? Also das finde ich ganz, ganz schwierig, das Thema. Und ich finde es sehr schade oder ist es, finde ich, schlimm, wenn man die Familie nicht mag vom Verlobten oder allgemein vom Partner. Weil man hat eigentlich sehr viel mit der Familie zu tun. Erst recht, wenn die heiraten, dann hat man noch mehr mit denen zu tun und man ist ja wirklich dann verwandt. Und ja, ich habe zum Glück nicht solche Probleme. Also Probleme. Ich verstehe mich mit meinen Schwiegereltern total gut. Und auch mit der restlichen Familie von meinem Freund, alles paletti. Aber ich stelle mir es auf jeden Fall richtig schwierig vor. Wenn man dann mal zu so einem Familientreffen und so. Puh. Gut, dann das nächste Geheimnis. Ich hatte was mit 20 Jahre älterem Mann, Nachbarn sogar, während seine Frau im Haus schlief. Oh mein Gott. Alter, stell dir vor, ihr wärt die Frau. Und ihr würdet da einfach schlafen und dann hört ihr was, wacht auf und... Oh mein Gott. Alter, ich hätte den Typ einfach so rausgeschmissen, ne? Ja, gut. Alles klar. Im Endeffekt muss es jeder selber wissen, aber Fremdgehen ist auf jeden Fall nicht richtig. Das kann man schon mal sagen, aber im Endeffekt muss es jeder selber wissen, wie er das handhabt. Und ich bin auf jeden Fall nicht dafür und ich hätte Felix hochkant rausgeschmissen. Schlimmer wäre es ja noch, wenn es im Ehebett sozusagen wäre. Im Ehebett, wo man dann so, ich weiß nicht, oh, das ist irgendwie so ein ganz besonderer Platz. Und wenn da der Typ dann fremd geht. Mit dem Alter habe ich übrigens überhaupt nichts, ja. Also, wo die Liebe hinfällt, ganz meine Meinung. Aber, fremdgehen ist auf jeden Fall nicht so richtig. Ja, dann das nächste Geheimnis. Und da bin ich echt geschockt, als ich das gelesen habe. Mir hat jemand geschrieben, sie wollte unbedingt schwanger werden und der Freund wollte nicht und dann hat sie heimlich die Pille abgesetzt. Ja, also ich glaube, da streiten sich die Geister um dieses Thema, aber ich bin ganz ehrlich der Meinung, das macht man nicht. Ihr könnt immer eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet oder wie ihr das finden würde, wenn zum Beispiel euer Partner das macht. Dann das nächste Geheimnis. Ich habe Gefühle für den besten Freund meines Freundes. Ja, ganz einfach reden. Leute, redet über so etwas. Redet mit deinem Partner darüber. Rede mit dem besten Freund deines Partners darüber. Weil, einfach reden, reden, reden. Das ist so wichtig, weil man kann so viel kaputt machen. Stell dir vor, du gehst jetzt fremd. Nein, es ist ja Fremdgehen. Ja, es ist Fremdgehen mit dem besten Freund, für den du Gefühle hast. So, das kommt dann irgendwann raus und dann ist alles noch viel schlimmer, als würdest du reden. Klar, reden ist schwer. Der erste Schritt dahin, zu sprechen. Aber vielleicht gibt es ja eine Einigung.
Man weiß es nie, wie dein Freund darauf reagiert, wie der Freund des Freundes darauf reagiert. Aber ich empfehle immer sprechen, sprechen, sprechen. Dann das nächste Geheimnis: Ich habe jemanden umgebracht. Also, falls du das siehst, ich weiß nicht, ob ich das so ganz glauben kann. Ich meine, wer schreibt das denn einfach so öffentlich? Oder beziehungsweise, gut, es war ja, also nur ich kann es sehen, aber trotzdem. Wirklich? Krass. Dann das nächste Geheimnis. Ihr Geheimnis ist sexueller Missbrauch. Das finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Ich habe selber mit Leuten zu tun, die so etwas erlebt haben. Und oh mein Gott, es war so schlimm. Oder ja, mir fiel ein Stein von Herzen, als diese Person es mir endlich gesagt hat. Weil sie es jahrelang in sich reingefressen hat und mit niemandem sprechen konnte. Und auf einmal sitzt sie vor mir und spricht mit mir. Dieses Gefühl werde ich nie wieder vergessen. Ja, aber auf jeden Fall, falls du Hilfe brauchst, melde dich gern bei mir. Ich habe, wie gesagt, da jetzt schon einiges durchgemacht in dem Thema, nicht selber. Wobei, ich habe da ja schon mit euch drüber gesprochen. Das Video verlinke ich euch mal hier oben. Denn mir ist ja auch mal etwas passiert, was aber längst nicht mehr spruchreif ist. Und dementsprechend möchte ich da gar nicht näher drauf eingehen. Aber falls ihr da Interesse habt, verlinke ich euch mal das Video hier oben. Wenn ich es vergessen habe, hier oben zu verlinken, schreibt es gerne nochmal in die Kommentare, dann hole ich das nach. Ihr kennt mich ja. Ich bin da manchmal so ein bisschen hinterher. Ja, aber auf jeden Fall auch da sprechen, sprechen, sprechen. Oder sprich mit mir oder mit deiner besten Freundin oder Psychologen. Es gibt genug Leute, die dir helfen können. Ja, und dann auch das letzte Geheimnis, was einfach so oft kam. Ich bin 12, 13, 14, 15, 16, 17 und will unbedingt ein Kind. Trau mich aber nicht, weil das und das. Leute, ich bin auch Jungmama geworden und ich würde sagen, man schafft es auf jeden Fall. Aber versprecht mir eins: Macht die Schule zu Ende. Wenn es ganz gut läuft, dann habt einen Führerschein. Wenn ihr in der Stadt wohnt, braucht ihr das nicht, mein Gott. Aber hier auf dem Land, also ich könnte mir ein Leben ohne Führerschein nicht mehr vorstellen. Und erst recht mit Kind, wenn irgendwas ist, ihr müsst irgendwo hinkommen. Führerschein auf jeden Fall. Und wenn es geht, eine eigene Wohnung, euer eigenes Einkommen. Dann ist alles geregelt. Dem Kind geht es gut. Klar, dem Kind geht es auch gut, wenn es bei euch ist. Aber wenn das alles geregelt ist, dann könnt ihr gerne schwanger werden und ein Kind ein Leben schenken, aber. Oder. Ein Kind machen und schwanger werden. Aber so Schule abbrechen und so, da bin ich überhaupt nicht für. Also das finde ich nicht so gut. Aber ist auch wirklich nur meine eigene Meinung. Ihr könnt auch gerne eine eigene Meinung haben und so, aber das ist jetzt meine Meinung. Und so habe ich es im Endeffekt ja auch gemacht. Führerschein, Wohnung und Schule fertig. Genau, am besten wäre natürlich noch eine Ausbildung. Ja, aber die dauert halt auch wieder 3 Jahre. Viele schreiben mir nämlich immer, dass sie gerade in der Ausbildung sind, aber nicht wissen, ja, ne, was ist halt. Aber wenn ihr in der Ausbildung seid, macht die auf jeden Fall zu Ende, weil abbrechen, das steht immer im Zeugnis drin, dass ihr in der Ausbildung abgebrochen habt und das sieht nie gut aus. Und macht die zu Ende, ganz in Ruhe, ganz entspannt, lebt euer Teenie-Leben nochmal richtig aus und dann kann es losgehen. Ja, mein Lieben, das waren auch alle eure Geheimnisse. Ich mache das nächste Mal nochmal so eine Runde auf Instagram. Irgendwie ist es doch schon ganz cool. Aber ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung zu einigen Sachen in die Kommentare. Dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!